Schade. Dachböden sprechen oft Bände über die Besitzer eines Hauses. Probieren wir es noch einmal. Einmal noch probieren. Okay. Schade. Dann machen wir drüben weiter. Ausgewählte Gedichte von Edgar Allan Poe, einer von Vaters Lieblingsschriftstellern. Lass mich küssen die Stirn dir. Und indem ich geh von hier, gönne dies Bekenntnis mir. Du täuschtest dich kaum. Meine Tage waren ein Traum. Denn die Hoffnung ist geflohen in den Tag, in die Vision, in die Nacht. Zu einem anderen Ort. Ist sie dann weniger fort? Was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum. Ein Traum in einem Traum. So, da wir das gleiche Spiel machen, zuerst einmal oben alles anschauen. Geister, Legenden, antike Geschichte. Wo sind die restlichen Bücher? Das Schloss von Otranto, von Horace Walpole. Damit habe ich einst angefangen, es aber nie zu Ende gelesen. Die sanfte Maid, von deren Leid erzählen diese trägen Seiten, kann denn, ob ihres schweren Schicksals, nicht eine Träne dir entgleiten? Verzweiflung von einem Mann namens Howard Phillips Lovecraft. Schatten von vergangenen Freuden. Boten von zukünftigem Leiden, da zum Wahn sie sich vereinen und der Seele Bürde sind. So ist Kummer stets Gefährte allen Lebens, voller Härte, raubt voll Inbrunst alle Werte. Fried und Ruh sind Illusion. Doch jenseits vom Weh und Ach des verhassten Lebens bald erwacht das Vergessen, das mit Macht auslöscht die endlose Pein. Die Worte einer gequälten Seele. Ist es das, was Vater mit der Familie der Schlangen gemeint hat? Wäre es nicht bequemer, hier zu arbeiten? Das ist Lady Gordons privater Schreibtisch. Es wäre unangebracht, ihn zu benutzen. Ich will ihn aber auch wäre machen. Es nicht. Das ist late. Okay. Weil das Rätsel da auf der Seite hat jetzt nicht so schwer ausgeschaut, aber anscheinend sind wir noch nicht dazu bereit. Nein, nicht durch. So, jetzt können wir unten uns das alles anschauen, mit den komischen nochmal quatschen. Okay, wir sind jetzt unnötig in eine Runde gegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich da wirklich anfangen soll. Oder ist das noch der Flügel, der damals noch gestanden ist? Da, wo der, was immer abgesperrt ist. Ja, was weiß ich. Ich meine, die Grafik ist ja schön, da kann man nichts sagen. Kannten Sie meinen Vater? Ich wurde zum Haus berufen, kurz nachdem Ihr Vater angekommen war. Wozu wurde ein Anwalt benötigt?
Aufgrund der komplexen lokalen Gesetze, die ich erwähnte. Ihr Vater ging fort, als Lord Edward starb, also wurden die rechtlichen Formalitäten zur Übertragung des Hauses nie durchgeführt. Soll das heißen... Aber nicht doch. Es wird keine Probleme geben, das Anwesen auf Ihren Namen zu übertragen. Wenn Sie das wünschen. Das sieht entmutigend aus. Aber lohnenswert. Und faszinierend. Faszinierend? Auf jeden Fall. Die Geschichte der Familie Gordon reicht ungemein weit zurück. Stimmt es, dass wir eine der ältesten Familien in Schottland sind? Oh, sie sind viel mehr als das. Die Gordons besitzen dieses Land seit der Antike, bevor es überhaupt Aufzeichnungen gab. Dann sind da noch ein paar ungewöhnliche örtliche Gesetze. Es ist teilweise eine Herausforderung, aber eine sehr willkommene. Hatten Sie schon Gelegenheit, meine Papiere zu überprüfen? Ja, und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles in Ordnung ist. Meiner Funktion entsprechend muss ich Ihnen allerdings sagen, dass das Familienvermögen durch Edwards Tod und die Abwesenheit Ihres Vaters über die Jahre erheblich geschrumpft ist. Aber der wahre Schatz sind das Schloss und das Land selbst. Ich habe noch nicht so viel Zeit hier verbracht, wie ich gerne würde, aber dieser Ort ist einzigartig. Nun denn, es war ein langer Tag. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hole mir noch etwas zu lesen und gehe dann ebenfalls zu Bett. Gute Nacht. Haben wir etwas zu verbergen? Anscheinend nicht, weil wir nichts anklicken können mehr. Oder dass ich mich in 3D so umschauen kann, macht mich irgendwie, weiß ich nicht, verrückt. Ich mag das nicht. So, gehen wir in die Haupthalle. Da kenne ich mich nämlich wieder aus. So. Ja, das... Da kenne ich mich aus. Das heißt, eigentlich war da die Küche. Und da war die Bibliothek. Na, wir waren in der Bibliothek, dann ist das dieser komische verbotene Flügel da. Oder? Warum geht der so komisch? Kann ich da nicht drüber oder was? Ja, schaut so aus, als wäre da Ende. Naja. Gehen wir zuerst in die Küche, ehrlich gesagt. Nachdem wir uns da alles angeschaut haben. Hervorragende Handwerkskunst. Ich bezweifle, dass sich unsere Familie heutzutage so eine Kostbarkeit leisten könnte. Ich glaube, das gleiche hat der Samuel gesagt im ersten Teil. Ich sehe die Familienähnlichkeit. Der hier ist sehr jung gestorben. Und der hier? Offenbar hat niemand von ihnen ein besonders hohes Alter erreicht. Okay, ich komme nicht direkt zur Küche, das ist irgendwie blöd. Ist das das D-Zimmer? Ich kenne mich gar nicht mehr aus, es ist irgendwie alles verkehrt. Oder das Haus wird angezündet von ihm und wird neu gebaut. Das Lady kann auch Margaret sein. Und Edward. Wie jung sie aussehen. Aber wer sind die anderen? Du weißt wirklich sehr wenig über deine eigene Familie, David. Ich kann's noch einmal. Lady Mar. Ah, okay. Ach, sie ist da eingeschlafen. Eine beeindruckende Sammlung. Großmutter ist offensichtlich eine Musikliebhaberin.
Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Das wird er morgen definitiv anwerfen. Ein sonderbarer Ort für die Nachtruhe. Ich wecke sie besser nicht auf. Zuhören. Wie kannst du es wagen? Nein, ich werde niemals. Es ist nicht wahr. Alles nur Lügen. Na gut, wenn es da gut liegt, mir soll es recht sein. Mach schau, diese Steuerung. Warum muss ich da jetzt so rüber? Warum gibt es überhaupt Ladesequenzen, frage ich mich. Jetzt Zimmer, Esszimmer, die Küche wahrscheinlich. Wo bin ich jetzt? Wie komme ich da überhaupt her? Wie alt der Gordon Clan wohl ist. Soweit ich weiß, könnte er bis zur Zeit der Römer oder noch weiter zurückgehen. Ich will da wieder rauf. Ich war noch nicht fertig. Oh ja, das, also dieses Esszimmer, da kenne ich noch vom Black Mirror 1. Irgendwo da draußen wurde Vater gefunden. Oder das, was von ihm übrig war. Was für eine grausame Art, sich das Leben zu nehmen. Morgen früh werde ich das Gelände erkunden, sobald die Sonne aufgegangen ist. Draußen ist es zu dunkel, um über die Größe des Anwesens zu spekulieren. Wer würde Fotografien zerreißen, wenn man bedenkt, wie aufwendig der Herstellungsprozess ist? Da ist nix. Ah, da haben wir wieder ein... Ein Ohrring? Ich bezweifle, dass er absichtlich in die Asche geworfen wurde. Jemand muss ihn verloren haben. Ja, viele Möglichkeiten gibt's ja nicht. Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Die Kälte scheint den Bewohnern des Hauses nichts auszumachen. All die Feuer kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen die Zugluft. So, Ohrring untersuchen. Mode ist nicht mein Fachgebiet, aber er scheint eher altmodisch gestaltet zu sein. Okay, das mehr gibt's nicht drüber zum Sagen. Ich habe meine indischen Schulfreunde gern mit Geschichten von Rittern in strahlender Rüstung erfreut. Na, untersuchen. Ah, verschlossen. Du wolltest eh nicht raus, hast selber gesagt. Ah, da sind Waffen an der Wand. Warum habe ich die vorher nicht? Also deshalb habe ich es vorher nicht gesehen. Passt. Dann gibt es nur noch einen Weg. Außer den zurück. Das geht nicht fest.
Ich verstehe es nicht. Ah, die Küche. Die ist links. Das ist sicher der Gärtner. Ich habe sie gar nicht gesehen. Sie haben mich ziemlich erschreckt. Wieso sitzen Sie hier im Dunkeln? Für mich ist es hell genug, Junge. Ah, Ihre Augen. Verzeihung, mir war nicht klar. Ich sehe mehr als die meisten, Söhnchen. Sie sind... Ich bin der verhindert, dass das Haus völlig zuwuchert. Mein Name ist Rory. Ja. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin David Gordon. Ei, hab gehört, dass du heute kommst. Wie lange arbeiten Sie schon für die Gordons? Ich bin schon immer Gärtner. Und ich gehe manchmal angeln. Am See ist es wunderschön. Beruhigt die Nerven. Kannten Sie meinen Vater? Ich kannte ihn, ei. Eine Schande, was Sie mit ihm gemacht haben. Wie meinen Sie das? Wer sind die? Ich lasse Sie dann mal zu Abend essen. Ein Gordon zu sein kann ein Fluch sein, Junge. Dein Vater hat das am eigenen Leib erfahren. Ja, dann komm, sieh dich vor, du nicht in seine Fußstapfen zu treten. Der muss sicher stinken. Okay, die Küche schaut aber anders aus. Obwohl die gute, der Schinken, die Wurst. Schmeckt. Blut. Nicht menschlich, nehme ich an. Hochnehmen. Besser auf Nummer sicher gehen. Schau das an, der gute Schinken. Der ist nur Wurst. Überall stehen Schinken umeinander. Rory ist einfach in der Dunkelheit verschwunden. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Also in der alten Küche, weiß ich nicht, die schaut gar nicht so aus. So, was haben wir da? Alt, aber robust. Ein wenig wie der alte Rory. Des Diebes bester Freund. Und gut für so manch einen Fakir-Trick. Da mein Aufzugsschacht noch einmal. Da liegt was drin, aber ich kann es nicht benutzen.
Also ich glaube, das ist eine Tür. Bin ein Idiot. So, da sind wir halt wieder da. Das heißt, im Grunde können wir sowieso schlafen. Eigentlich, weil jetzt haben wir alles durchsucht. Oder sagt das Questprotokoll noch was? Finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen? Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen. Ja, ja, das wollte ich. Das Schloss ist zu schwer, zu alt. Das wird nicht funktionieren. Zu alt. Gerade die alten Schlösser. Warten jetzt dieser blöde Schreibtisch. Das habe ich gesichert falsch. Ist auch egal, geh mal der Runde. Ja, wir haben einfach nach rechts gegangen, verdammt. Draht verwenden einmal. Das Messer ist ein bisschen too much. Das könnte ein Weilchen dauern. Ich muss es vorsichtig versuchen und... Oh, na bitte. Verschlossen. Okay. Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber, Bethlehem Hospital, London. Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? Eigentlich unrealistisch, weil ich glaube, das spielt ja irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, also weiß ich nicht, so um die 1900 rum, und da hat es noch keine Frau Doktor gegeben.